Hi Leute und willkommen zurück zu Elden Ring. Wir sind hier auf dem Berggipfel der Riesen, um die Flamme zu suchen, um den Erdenbaum oder zumindest die Dornen, die den Erdenbaum umgeben, abzufackeln. Wir sind auch schon genau jetzt hier über diesem Pfad drüber. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob uns Melina oder wie sie heißt, so ganz konkret mitgeteilt hat, wo wir diese Flamme finden. Aber eigentlich wird einem in diesem Spiel ja gar nichts konkret mitgeteilt. Kannst du mal hier bleiben, mein Freund? Oh. Danke. Dunkelschmiedestein 8. Okay. Unsere Fingermaid, oder wie die heißt. Naja, wir folgen auch einfach mal der Hand der Führung hier weiter. Die Frage ist, wo geht's? Warum stehen ja eigentlich nur geisterhafte Bäume rum? Die Frage ist auch, wo geht's hier so ganz konkret weiter? Zumindest map-technisch sieht es hier nirgendwo so aus, als wenn man wirklich gut weiterkäme. Und auch hier wäre dann doch mal wieder eine Minimap oder sowas rechts oben mit einem kleinen Ausschnitt mal ganz hilfreich, um nicht immer wieder auf die Map switchen zu müssen, um zu gucken, wo man gerade steht. Hoppla. Na, jetzt stehen wir auch hier am Rand. Auch hier sieht es nicht gerade so aus, als wenn man da irgendwo hochklettern könnte. Aber irgendwo muss es hier, glaube ich, weitergehen. Ansonsten wüsste ich jetzt gerade nicht, wo wir hin sollten. Aber hier ist überall nur Felswand. Ich wollte gerade sagen, oder geht es hier mal weiter? Nee, aber letztendlich ist hier auch irgendwie nur Felswand. Das ist schon ein bisschen strange gerade. Die Schatten hier. Die Schatten hier sind so geil. Niemandem aufgefallen, hat niemand bei From Software das Spiel wahrscheinlich bis hierhin gespielt, damit es ihnen auffällt, dass die Schatten hier ein bisschen außer Rand und Band sind. Tja, Leute, hier ist irgendwie überall Sackgasse, aber das kann es doch nicht sein, oder? Dass man hier jetzt nicht mehr weiterkommt. Wo müssen wir dann hin? Da liegt noch was zum Looten. Hier auch nochmal ein paar Sachen. Goldene Rune 13. Ja, der ganze Weg hier rüber war nur für diesen einen Bogenschützen für den Großen und die goldene Rune 13 und noch den ein, zwei Sachen Loot, die da auf der Brücke lagen. Hopsa. Ah, oder können wir da über diesen Torbogen klettern? Oder wonach sieht das hier aus? Okay, wir sind gerade runterhergelaufen. Wenn das tatsächlich die Lösung ist, haben wir es natürlich von unten nicht gesehen. Ja, aber es ist da, glaube ich, tatsächlich so. Okay. Dann geht es hier wahrscheinlich doch irgendwie weiter. Ach so, wir sind jetzt anscheinend immer noch unter dieser Brücke hier, okay. Ah, und da ist auch die lang ersehnte Site of Grace, beziehungsweise der Ort der Gnade. 21.000 Runen haben wir, ist noch nicht so viel. So, endlich mal wieder. Ja, dann geht's wohl erstmal hier weiter. Dann kommen wir wohl irgendwann an diesem Fluss hier aus. Ja, und dann müssen wir uns wahrscheinlich entscheiden, für links oder rechts. Auch witzig, diese Hand der Führung, oder wie das auch immer heißt, scheint uns aber auch irgendwie an diesen Dingen hier vorbeizuführen. Aber es ist relativ groß auf der Karte, also das würde ich mir schon gerne mal angucken. Aber für den Moment
Na klar, wir sind im Schneegebirge, da ist meistens nicht ganz so viel los. Okay, da unten läuft mal wieder so ein Riese rum, aber ich wollte gerade sagen, hier haben wir, glaube ich, bisher insgesamt, na gut, den Dicken mit der Peitsche und seinen Kumpanen mal ausgelassen oder ausgeblendet, haben wir bis hier 6 Gegner oder so getroffen. Das ist nicht so viel. Aber es ist schon wieder alles ein gigantischer Anblick hier. Mit dem da wollen wir uns selbstverständlich anlegen. So, einmal absteigen bitte. Okay, das hat ihn gar nicht gestört hier, meine kleine... Oh, meine kleine Debuff-Attacke. Oh, viel zu früh dran gewesen mit meiner Ausweichrolle. So, zack. Okay, okay, okay. So, vielleicht staggern wir ihn ja irgendwann mal. Das wäre mega krass, oder? So ungefähr jetzt. Und war es das dann auch für ihn? Er hat einiges Leben. Ne, 1008. Und er hat immer noch einiges an Leben. Und ich treffe die Füße nicht. So, aber das müsste es gewesen sein. Die sind beeindruckend in ihrer Statur. Klar, sie machen relativ viel Radau und so. Aber letztendlich lassen sie sich doch ganz gut legen. Schmiedestein 7. So, die gute Nachricht ist schon mal, der Fluss, den wir hier auf der Karte gesehen haben, der ist zugefroren. Die Frage ist nur, wie wollen wir jetzt weiter und wie kommen wir vor allem mal da irgendwo rauf? Naja, hier wahrscheinlich. Ne, guck mal, hier können wir uns direkt mal das Gesuch angucken und dann auch mal gucken, ob mal irgendwo da hinten mal dann da rauf kommt. Was ich auch irgendwann mal machen möchte, was ich bisher auch regelmäßig übersehen habe. Ich überlege gerade, genau, bei den 4 Türmen gab es 3 Teleportationspunkte. Einen davon haben wir mal irgendwann erledigt. Die anderen beiden nicht. Die beiden wollte ich mir auch nochmal angucken. Ich glaube, dieses Gebiet unter der Erde, wo uns der Sarg mal hingeführt hat, das blende ich erstmal aus. Oh. Wer kam da von hinten? Wie gesagt, also Anspruch ist ja eh nicht, 100% in diesem Spiel zu erreichen und einen zu sammeln. Ich glaube, damit ist man auch sein halbes Leben, ehrlich gesagt, beschäftigt. Vor allem, wenn man es auch noch mal im New Game und New Game Plus oder so machen möchte. Das ist echt übel. Also es ist schon sau groß. Man kann sau viel entdecken und sau viel machen. Da hocken jetzt tatsächlich mal ein paar mehr Gegner rum. Okay, die Fledermäuse hier halten einiges aus. Sie sind auch schön bunt. Ach komm, dreh dich doch mal ungerichtig. So, Fledermäuse erledigt. Zumindest die ersten. Hier hängt einiges an Fledermäusen rum. Auch da oben auf dem Berg. Also, die sind nicht schwierig, aber ich will auch nicht alle auf einmal adden. Deswegen gehen wir das lieber nacheinander an. So, die beiden waren schon mal easy, geben auch jeweils 700. Unten ist echt was los. Ach so, die zoffen, die kloppen sich da auch mit irgendwelchen Leuten. Dann mischen wir uns doch da mal ein und gehen auch mal erst mit auf die Fledermäuse. So. Irgendwo müsste hier noch eine sein. Ich höre auch noch was hier. Will ich wissen? Hört sich fast schon drachenmäßig an. Ich wollte gerade sagen, will ich wissen, was das ist? So, schön alles zusammen wegschnetzeln, dann haben wir weniger Stress. Okay, der hat den Kleinen noch erledigt und wir erledigen den dafür. Oh, hier war tatsächlich einiges los. Und da ist, glaube ich, der PvP-Typ, den wir rufen müssen. Sieht auch schon wieder aus, als wenn da irgendwas im Boden liegt,
das gleich aufsteht, wenn ich es berühre, oder? Oder was ist das hier? Nee, doch nicht. Boah, ist aber ein Mega-Schlachtfeld, oder? Guckt euch mal die Hügel an, die hier rumliegen. Die sind nur ein bisschen eingeschneit, aber schon wieder irgendwelche Steinleichenhügel sind es diesmal, glaube ich, oder? Ich würde mich... Wärmender Stein. In die Truhe gegangen. Da oben könnte man hochspringen. Ach, guck mal, dann würden wir hier drauf kommen. Würden wir zum Baum kommen. Könnten wir auch noch machen. Also hier will ich mal hin. Zum Baum will ich auf jeden Fall. Da will ich mal hin. Und ganz toll wäre es, wenn hier ein Ort der Gnade an der Hütte wäre. Ist aber, glaube ich, nirgendwo. Okay, Junge. Da musst du schon ein bisschen mehr auf dem Kasten haben. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich... mit diesem PvP, Hütte der Erhabenen, Kapuze der Wanderjungfer, ob ich mich mit diesem PvP-Typen da anlegen möchte. Ohne Side of Grace. Aber hier sieht es mir so aus, wenn man da gar nicht unbedingt hochkommen würde. Ja, hier ist wieder Steilwand. Aber es wäre nicht so dramatisch, wenn wir da hinten raufkommen. Würden wir wahrscheinlich letztendlich hier landen. Ich gehe mal davon aus, wenn wir hier irgendwo landen, dass man das hier oben auch betreten kann. Dann könnte man über diese Brücke gehen, dann wäre man da. Man könnte hier... Ich glaube, das machen wir auch. Dann gehen wir hier rauf, gehen durch die Ruinen hier durch, lassen uns noch mal ein paar Mal von so ein paar Eisriesen verdreschen. Kein Problem. Dann können wir den Baum noch mitnehmen. Dann ist hier eine Brücke und darüber könnten wir hier hin. Klingt das nach einem Plan? Und irgendwann kommt man auch mal hier hin, aber ich weiß nicht wie. Weil hier sieht es auf jeden Fall in alle Richtungen relativ tief aus. Aber es sieht mir trotzdem definitiv nach begehbarem Gebiet da unten aus. Ich weiß noch nicht, wie man hinkommt. Ach, wer weiß es schon. Wahrscheinlich einmal hier außen rum oder so. Okay, dann legen wir uns jetzt mit diesem PvP-Typen an. Genug gequatscht. Noch irgendwann... Achso, ich wollte gerade sagen, was steckt da auf diesem Hügel, aber es ist nur eine Steinwaffe, die da raussteckt, rausguckt. Ja, dann müssen wir immer noch mal zu Hause Vulkan zurück, ne? Wenn wir den Typen hier besiegt haben, falls wir ihn besiegen sollten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, in Haus Vulkan ist auch niemand mehr. Ritter des Blutes. Ja, da weiß ich ja schon ungefähr, was er für Attacken macht. Wahrscheinlich die gleichen wie ich, ein paar Blutattacken. Achso, ja, ich bin das Phantom oder der Invader. Können wir das mal wegmachen? Ach, er ist ein Peitschenschwinger. Und er weicht mega schnell aus. Oh. Peitschen sind witzig. Ich hätte auch gerne Peitsche gespielt. Warum sagt mir vorher niemand, dass es sowas gibt? Klar, er heilt sich natürlich auch. PvP-Opfer. Okay, okay, Bluteffekt ausgelöst. Nice. Könnte mir auch mal den hier geben. Ah, leider war er jetzt zu weit weg, um den Debuff abzukriegen. Aber egal, es macht mir auch mehr Stärke. Irgendwas macht hier Geräusche. Will ich wissen, was? War er das? Juno, Ritter, Ritter des Blutes. Juno Hoslau, Ritter des Blutes, ist besiegt. Er kehrt in eure Welt zurück. Okay. Hoslows Blütenpeitsche, noch eine Peitsche bekommen und sein ganzes Outfit. Ja, cool. Ist das irgendwas Interessantes? Das sieht sehr zumindest stylisch aus, glaube ich. Naja, es ist gut, es ist auch ein bisschen leichter als unseres, aber ansonsten in allen Belangen ein bisschen schlechter. Ich vermute mal, mit den anderen Hoslow-Teilen verhält es sich genauso, genau. Ja, ja. Schade, schade, es sah stylisch aus, aber gut, wir sind halt mehr der fette Armorträger. Gucken wir mal, dass wir da raufkommen. Oh, falschen Knopf gedrückt. Sorry, Leute. Irgendwie Dreieck statt X gedrückt.
Ja, und jetzt sind wir oben. Ich denke, hier ist Sackgasse, aber hier haben wir nochmal einen schönen Überblick über das ganze Gebiet hier und diese komische Mauer, die wir da entlang gelaufen sind. Man sieht auch, ne? Das ist auch geil. Ich glaube, es ist genau hier. Obwohl, ne, hier oben drauf war ich nicht, ne? Hier scheinen sich zwei so Felsen genau zu berühren, aber wir sind unten runter hergelaufen. Ach so, man sieht auch, da oben ist ja auch noch so ein Gebäude drauf, ne? Das ist ja auch eingezeichnet. Vermute mal. Ach, guck mal, da ist eine weitere Stele. Okay, okay, da müssen wir dringend mal irgendwann entlang reiten. Vielleicht sogar noch, bevor wir hier in das Haus reingehen. Oder wir holen uns da einen Wegpunkt und reiten dann nochmal hier unten lang und holen uns die Stele. Und ich vermute mal, dass man von hier dann auch da oben drauf kommt oder sowas. Es passt auf jeden Fall zum From-Software-schen Level-Design. Ich finde, das ist so cool gemacht. Okay, man kann hier komplett rumreiten. Aber hier wird jetzt irgendwie Sackgasse sein. Achso, da hockt ein Händler. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir mal irgendwie Leute verkloppen, die da am Lagerfeuer sitzen. Aber es ist ein Händler. Am Arsch der Welt hockt hier ein Händler. Wir haben sogar 40.000 Runen. Das heißt, alles Interessante könnten wir wegkaufen. Wie viel haben wir denn davon? 15. Wir könnten nochmal 3 kaufen. Handbuch des Missionars. Sonst nichts. Ja, komm, ey. Mittlerweile, ganz ehrlich, 5.000 Runen für so ein Teil. Da kloppen wir 3 Gegner wieder um. Kloppen wir einen Gegner um, dann haben wir das drin. Lindert Frost. Sollen wir die auch mitnehmen? Runenbögen. Benutzen wir eigentlich so selten. Haben 27 Stück. Ach, die sind schon teuer, ne? Ich kann mir auch nur 2 leisten. Komm, gönnen wir uns auch mal. Und den einen lassen wir ihm dann. Hier könnten wir runter. Ne, das ist aber da unten. Okay, da sind wir schon gewesen. Da sehen wir auch die Side of Grace genau vor uns. Gut, dann, ja, mach's mal gut hier. Ich hoffe, es wird dir nicht zu kalt, aber immerhin hast du ja ein Lagerfeuerchen. Ja, man sieht schon, man kommt ein bisschen höher damit, mit diesem Doppelsprung. Trinas Lilie. So, hier kommen wir auf jeden Fall Richtung dieser Ruinen, die wir vorhin gesehen oder die wir auf der Karte schon gesehen haben. Okay, wenn hier Fledermäuse die Hauptgegner sind, dann bin ich ein bisschen beruhigt da, dass es nicht die Eisriesen sind. Ruinen der Sternengucker. Ja, dann gucken wir auch mal, was die Sternengucker hier geguckt haben, ne? Nehmen schon mal mit, was wir mitnehmen können. Klar. Wir brauchen trotzdem mal eine Heilung, fällt mir mal auf, bevor wir hier wieder wegen irgendeinem Überraschungsangriff draufgehen, weil wir nur halb geheilt sind. Es wäre nicht das allererste Mal. Ruinen der Sternengucker. Da sind schon wieder irgendwelche Quallen. Aber im Gegensatz... Schwester, wo seid ihr hin? Okay, es ist gar keine feindliche Qualle. Wenn wir 14 sind, sehen wir uns die Sterne an. Was ist das hier schon wieder für eine Begegnung, Leute? Finden wir da unten... Ihre 13 Brüder oder Schwestern oder was? Okay. Man kann das Viech umklatschen. Keine Ahnung, ob das irgendwelche positiven oder negativen Konsequenzen auf mich hat. Oh, Nebelwand. Oh, weiße Nebelwand. Ne, magische Nebelwand. Durch ein Siegel verschlossen. Ich hoffe, wir haben das Siegel hier nicht gerade umgeklatscht. Aber man weiß auch nie so ganz,
ob sich das hier in den Ruinen wiederfindet oder nicht. Ich glaube, wir hatten schon mal solche Siegelwände. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, wie wir die aufgemacht haben. Oh, nicht getroffen. Ach, komm schon. Wir wollten auch beim Rasten mal unsere Anzahl der Fläschchen erhöhen. Warum erinnert mich eigentlich keiner dran? Warum muss ich immer alleine spielen? Ja gut, ich fürchte, ohne dieses Siegel kommen wir hier nicht weiter. Durch ein Siegel verschlossen. Ich sehe auch keine Geisterschildkröten oder so, die wir irgendwie killen müssten. Ja, Gott, jetzt kommen wir nicht wieder rauf, oder wie? Ja, ich fürchte, das war dann erstmal unspektakulär. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das durch den Quallenkill da gerade selber kaputt gemacht habe. Aber dann gucken wir jetzt, dass wir über diese Brücke da kommen und zu diesem niederen Erdbaum, wenn es denn einer ist. Vielleicht gucke ich mal irgendwann nach, wie man dieses Siegel aufmacht. Ob es wirklich meine eigene Blödheit war. der niedere Erdbaum hier. Der sieht auch nicht mehr ganz so gut aus, aber gut, hier im Permafrost wachsen wahrscheinlich auch die seltensten Bäume. Oder die wenigsten Bäume. Dunkelschmiedestein 9, danke. Geradeaus sieht auch nochmal so nach Festung aus. So, Gegner Nummer 1 ist hinüber. Zumindest von dem, was da gerade angelaufen kommt, der größte. So, willst du es auch noch? Ja. Es könnte jetzt sein, dass hier ein Boss spawnt. Avatar des Erdbaums oder so. Oder ist der Baum so tot, dass er uns gar nichts mehr gibt? Das kann natürlich alles irgendwie sein. Niederer Erdenbaum. Ah, okay, es gibt doch einen Avatar. So, jetzt kann ich natürlich, wenn ich die gerufen habe, nicht mehr meinen Debuff auf ihn drauf machen. Klar, klar, eben die halbe Lebensleiste. Okay, ich hoffe, hier war irgendwo Marikas Pfahl oder so in der Nähe. Aber müsste eigentlich, weil bisher an jedem Erdenbaum. Okay, ich glaube, Schaden, mein Schaden an ihm war okay. Sein Schaden, den er ausgeteilt hat, der war schon eher heftig. Oh, fuck. Wir starten tatsächlich wieder hier ganz unten. Das ist natürlich scheiße. Welche Richtung müssen wir? Die. Das heißt, ach ja, genau. Wir müssen jetzt einmal komplett durch den Fluss durch, da wieder hochspringen. Und ich glaube, wir müssen den Avatar erstmal Avatar sein lassen, bis wir da oben auch mal einen Wegpunkt gefunden haben, dass wir schneller wieder beim Mob sind. So, mit dem lege ich mich jetzt nicht wieder an. Auch mit denen werde ich mich nicht anlegen. Wir haben noch keinen Dungeon, ne? Noch keine Mine oder sowas auf der Karte gesehen in diesem Gebiet. Okay, wir haben auch einige Level mit einige Waffen mittlerweile auf Max. Vielleicht gibt es ja keine Minen mehr oder so, aber trotzdem, gegenüber den anderen Gebieten scheint mir das fast schon ein bisschen leer hier vorzukommen, aber vielleicht kommt ja auch noch was. So, sollen wir mal gucken gehen, ob die Qualle wieder da ist, ob die nachgespawnt ist. Können wir auch noch mal machen.
Na, die Quad ist zumindest wieder da. Dann schauen wir mal, ob es jetzt da unten offen ist. Aber ich fürchte ehrlich gesagt fast nicht. Schwester, wo seid ihr hin? Na, ist auch immer noch zu. Okay, sie hat es uns nicht so krumm genommen, dass wir sie umgehauen haben, diese Qualle. Aber bisher war in jedem Avatar des Erdbaums auch ein Respawn-Punkt gewesen, ne? Wundert mich jetzt so ein bisschen, dass er hier jetzt ausgerechnet nicht war. Hier, wo wir nochmal 5 Kilometer hinreiten müssen, so gefühlt. Und warum wir auch immer ständig Erfahrung und Mana kriegen. Also irgendwo müssen uns irgendwelche Viecher hinterherlaufen, die dann regelmäßig in irgendwelche Abgründe fallen oder so. Wir können auch nochmal hier gucken, bei den beiden Jungs, die hier sitzen und oder rumlaufen. Okay, da ist eine Burg, aber sie ist hinter einem Abgrund. Ich glaube, ein Abgrund, ne, durch den wir noch nicht durchgelaufen sind sogar. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hinwollen. Also hier scheint ein Brückenübergang zu sein. Ich markiere mal den schon mal. Genau, mal andersrum unter dem Erdenbaum rumlaufen. Gucken, ob wir noch irgendwo einen Ort der Gnade oder so übersehen haben oder irgend so einen Pfahl. Naja, hier laufen so ein paar Viecher rum. Alles gut. Aber nichts mega relevantes. Achso, hier ist ihr Pfahl. Okay, jetzt müsste ich eigentlich hier wieder aufwachen, ne? Wenn ich drauf gehe. Oder ist es das da oben? Ach, du Scheiße. So, jetzt probieren wir es nochmal. Ich hoffe, dass ich hier jetzt wieder aufwache. Wenn nicht, wäre mega bescheiden. Da wollte ich eigentlich eleganter wegkommen. Boah, als wenn ich mich mein Schild dahin gehalten hätte, ja? Dreckskerl, echt. Okay, er hält ordentlich was aus. Explodiert er jetzt? Nein, er spawnt einen zweiten, oder was? Boah, ernsthaft? Was geht denn hier ab? Was geht hier ab? Ich will immer auf diesen Stein und dann an ihn dran springen. Hat bisher noch nicht einmal so richtig geklappt. Boah, was für einen langen Hammer er hat. Und warum sind die jetzt zu zweit? Okay, diese Explosion hat mich fast das Leben gekostet. Das hat mich jetzt das Leben gekostet. Okay, meine Runen lagen hier auch irgendwo. Das kann natürlich sein. Es gibt, glaube ich, irgendwie so ein Cheater-Amulett oder so ein Cheater-Talisman, wo man sich selber quasi mit beschwören kann, mit der gleichen Ausrüstung und den gleichen Fähigkeiten und allen drum und dran. Und da er jetzt nur einen Lebensbalken hatte, ne, ist schon wieder hier unten, vermute ich mal, vielleicht ist er auch im Besitz dieses Amuletts oder dieses Zauber. So, wie auch immer, Leute. Wir sehen uns gleich da oben wieder auf der Brücke. Gut, da sind wir quasi wieder bei unserem niederen Erdenbaumfight, beziehungsweise bei meinem Avatar des Erdenbaumfightes. Aber ich will jetzt erstmal gucken, dass wir vielleicht noch irgendwo eine Site of Grace finden. Da unten ist auch eine, die ein bisschen näher dran ist. Oi, 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 oi. Ja, die Frage, kommt er eigentlich über die ganze Brücke hier mit? Vielleicht könnte man ja noch irgendwie cheesen oder so. Aber wir holen jetzt erstmal die Site of Grace. So, was wir uns jetzt auch noch mal holen, wo wir gerade schon mal hier sind, resetten mal den Fight. Ne, Stufenaufstieg nicht. Flaschenaufladung hinzufügen. Ja, natürlich.
So, 13 Aufladungen. Und jetzt gucken wir uns nochmal diesen Fighter an. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht sogar irgendwie verhindern kann, dass er sich seinen zweiten Kumpan da noch mit ranholt. Will ich wissen, das Auge der Bestie zittert. Ich glaube, das rumlaufende Ding da unten klingelt. Das ist auch direkt vor dieser Burg hier, die wir uns mal angucken wollen. Sieht sogar fast so aus, als wenn man da mal von der Stadtmauer oder von der Burgmauer draufspringen könnte. Ach so, da ist auch wieder so ein Fährmannsboss. Okay. Das da hinten ist diese Brücke. Okay. Naja, egal. Wir wollen uns jetzt mal um diesen Avatar des Erdbaums da kümmern. Ich hoffe mal, dass wir das hinkriegen. Genau. Der Weg ist ja auf jeden Fall schon mal deutlich kürzer und angenehmer. Ich wollte gerade sagen, was macht hier alles so unangenehme Geräusche? Was ist das denn schon wieder für ein Viech? Ja, gut. Hängen da auch schon wieder so Käfer in den Bäumen? Oder was hängt da hinten rum? Oder was ist das? Sind das wieder so... Sind so Fallenballons, ne? Aber da können auch schon durchaus Sachen dranhängen. Wir könnten auch mal den hier nehmen. Mal gucken, ob der hilfreicher ist. Ja, klar, ey. Meine Fresse. Ja, und mit seinem 5 Meter langen Hammer erwischt er einen natürlich immer. Boah, so viel wie es geht draufbratzen. Okay. Staggern. Jetzt ist auch sein zweiter Kollege da. Das könnte unangenehm werden. Deswegen müssen wir den eigentlich schnell wegkriegen. Boah, ich wollte gerade sagen, jetzt erstmal für Ausdauer sorgen. Oh, nee, 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 nee. Mal aus der Reichweite kommen hier. Er hat nicht mehr viel, ja? Jetzt gerade versteifen sie sich auf die Qualle. Oh nein, nur einer versteift sich auf die Qualle. Boah, Leute, ernsthaft? Es war knapp gewesen. Es scheint mir auch irgendwie machbar zu sein. Aber es hängt auch ein bisschen, also ich meine, es wird so oder so irgendwie machbar sein. Es hängt aber, glaube ich, aber auch ein bisschen von dem Glück ab, wie schnell man den umgeflext kriegt, wenn der zweite dann kommt. Man hat auf jeden Fall gesehen, in der Phase, wo er den zweiten Kollegen da beschwört, kann man ihm auf jeden Fall auch noch gut 4-5 Schläge reinbrezeln. Also werde ich auch versuchen, weiter so zu behalten. Und dann muss man echt das Glück haben. Das würde es zumindest deutlich einfacher machen, wenn sie sich mal ein bisschen auf die Qualle fokussieren und man den schnell umgeflext kriegt. Das wäre so meine Wunschvorstellung von dem Ganzen. So, hier liegen ein paar Runen rum. Dürfte aber auch nicht die Welt sein. Boah, als wenn ich nicht gerollt wäre, ja? So, einmal wieder gestaggert. Eigentlich gleiche Situation wie vorhin, ja? So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier wegkommen.
Ah nein, jetzt sind sie beide hier. Boah, habe ich wenig Bock drauf. So, hier machen wir mal schön den seitwärts ran. So, den Treffer habe ich relativ bewusst mal riskiert. Den nicht, weil ich hier wieder an irgendeinem Stein festhing. So. Oh no. Ufer, Ufer, Ufer. Jetzt wäre es übel, wenn ich jetzt sterben würde. An irgendeiner Scheiße. Ich sehe auch nichts. Komm mal hier irgendwie mal weg. Oh. Das war der eine Schlag und ich bin nur draufgegangen, weil ich da fucking nicht weggekommen bin, weil ich so einen fucking Stein im Rücken hatte, ja. Ansonsten wäre es locker drin gewesen. Aber nein, ich muss ja irgendwie mit dem Rücken zu diesem Stein da liegen, auf das ich ja nicht mehr wegkomme. Ding Dong, Ding Dong, ist mir scheißegal. Ich will jetzt diesen Avatar des Airtrees hier legen. Da sieht man auch mal so ein kleines Gebäude. Gott sei Dank ist es prinzipiell nicht so weit, ja? So, da hast du direkt zwei. Und ich habe auch meinen ersten mir gefangen. Ey, sag mal, kannst du mal auf die Qualle vielleicht gehen? Die ist auch noch da, ja? Ich bin nicht der Einzige hier. Jetzt haben wir ihn schon gestaggert, bevor er in die zweite Phase übergeht. Auch nicht schlecht. No. Ja, da wollte ich ihm zu viel draufballern, als er gerade noch in seinem Phasenübergang war. Und dann habe ich gemerkt, oh fuck, er macht diesen Sprung, wo die ganzen goldenen Geschosse dran danach kommen. Aber da habe ich schon gemerkt, okay, du bist jetzt in der Rolle, du stehst auf, du kriegst die ersten Geschosse auf jeden Fall in die Fresse und dann kommst du auch nicht mehr ins Rennen. Naja, und weiter wegrollen hat dann auch nicht funktioniert. Aber eigentlich, ich bleib dabei, machbar. Eigentlich sogar gut machbar. Zumal ich ja auch schon einen Versuch hatte gerade, wo nur noch ein Schlag gefehlt hat. Und ich nur gestorben bin, weil ich wie gesagt nicht mehr ausweichen konnte. Ich glaube, er ist jetzt schon im Phasenübergang, kann das sein? Und ich habe null Ausdauer. Naja, immerhin kriege ich jetzt den ersten davon nicht ab. Aber jetzt muss ich dringend mal weg. So, wir haben wieder Ausdauer. Der eine ist beschäftigt. Und der andere haut mir eins in die Fresse. Ja, und das ist dann auch das, was so viel Zeit kostet, ne? Wenn ich mich zu viel heilen muss, weil ich mich zu dämlich anstelle. Oh, wo kommt das denn her? Das war auch schon wieder eine geile Stunt-Kombi gewesen. Ich habe es überhaupt nicht bemerkt, dass der zweite Typ da seine Geschosse rausholt. Er stunt mich und der andere, oder er bricht mir die Haltung auf, der andere stunt mich und haut mich einfach um. Ja, so können sich auch die Tries so ein bisschen in die Länge ziehen.
Nein, ich pack dir einfach einen zweiten Avatar aus. Ich komme da immer noch nicht so ganz drüber weg, ehrlich gesagt. So, und das muss jetzt einfach mal funktionieren. Kein Bock, hier noch 2 Stunden drauf rumzukloppen. Jo, erster Sprung, zack. So Leute, es reicht jetzt. Im Zweifelsfall werde ich jetzt reinschneiden, wenn ich ihn endlich besiegt habe. Das kann ja nicht wahr sein. Nice, der Baum da ist auseinandergebrochen. Oh, jetzt mit wenig Leben in den Phasenübergang. Das ist auch nicht so geil. Ah ja, immerhin nochmal gestaggert. Erwischt er mich schon mal nicht. So, und der musste noch hinterher und jetzt muss ich mal dringend hier weg. Mal wieder Ausdauer tanken. Natürlich hat das so gerade eben nicht gereicht. Boah. So, könnt ihr euch jetzt vielleicht beide umdrehen? Jawohl! Okay. Oh, und es gehen auch beide drauf. Gott sei Dank. Okay, ich musste nichts wegschneiden, aber. Himmelblaue Kristalltränen. Ich habe mir auch schon lange nicht mehr meine Kristalltränen hier angeguckt. Weil ich auch mit der Heilung und dem Schild, was ich kriege, die Kombo, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Eigentlich müsste ich mir diese ganzen Tränen auch nochmal angucken. So, wir haben es mit 70.000 überstanden. Wir beamen uns jetzt hier hin. Ich glaube, mehr gibt es eh nicht zu sehen. Und nächstes Mal begeben wir uns dann, glaube ich, mal Richtung dieser Burg da oben. Wir gönnen uns jetzt noch ein Level-Up auf jeden Fall. Müssten wir eigentlich genug Runen für haben. Was brauchen wir? 18.000, 19.000 knapp. Welche benutzen wir? Ja, erstmal die mittlere. Ich fürchte, das wird nicht ganz reichen. Jetzt sind so 7.500 wahrscheinlich. 17.500. Nein. Jetzt müssen wir die große auch noch nehmen. Direkt die große nehmen sollen. Naja, 15.000. Okay, es ist immerhin nicht die, die 50.000 gebracht hat. So. 2. 3. Geschick bringt nach wie vor deutlich mehr. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wie gesagt, beim nächsten Mal versuchen wir uns mal diesem Haus hier anzunähern. Müssen wir wahrscheinlich an diesem Glockenturm da und was weiß ich, an diesem Fährmann noch alles vorbei. Aber das sehen wir dann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.